Servus, Salve und Hallo. Es ist 18.37 Uhr, Freitagabend, der 23. Oktober. Dogstime. Interessante Woche. Viel für Daytrader dabei, wenig für Langfristinvestoren. Das kann man momentan immer noch vergessen. Als allererstes möchte ich mal auf die Gleitendurchschnitte eingehen. Wir haben hier 10 und 20 Tagelinie. 10 ist diese hellere und 20 ist die Mitte der Bänder. Beides gleitend SMA, Simple Moving Average. Weil ich immer mal wieder gefragt werde, was das bringt. Die bringen nur etwas in starken Trendphasen, in Seitwärtsphasen, und das haben wir nach wie vor hier, 15.06., bringen die gar nichts. Ja. Da hätten sie hier verkauft und wären Short gegangen. Da hätten sie hier, da mit Verlust alles eindecken müssen, wären Long gegangen. Hätten dann hier mit Verlust alles verkauft, wären Short gegangen. Und hätten dann weiter oben wieder den Short zugemacht mit Verlust, wären Long gegangen, um dann jetzt hier unten rauszuknallen. Also vergessen Sie bitte die gleitenden Durchschnitte. Es hat keinen Sinn in Seitwärtsphasen. Um die zu erkennen, haben Sie die Bollinger Bänder. Und die machen was ganz Interessantes. Die gehen weiter zusammen, weil wir uns ja innerhalb der Bänder befinden. Ja, hier ist ein Hammer-ähnliches Produkt, aber es ist weder ein Hammer noch ein Umbrella-Doji. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Weiß ich nicht. Aber Außenband raus, ins Band rein, ist psychologisch sehr wertvoll. Deswegen heute, das war eine logische Konsequenz, dass der Markt tendenziell dann eher besser gehen sollte mit einem Widerstand bei der 20-Tage-Linie. Die ist hier. Das ist 12.820. Das ist auf jeden Fall ein fetter Widerstand. Dann hatten wir fast punktgenau einen Doppelboden. Mit ein bisschen Fantasie ein Dreifachboden. Das kam von hier hinten. Im Mittwochsfilm hatte ich gesagt 12.330. Auf das muss man sich einstellen, wenn wir die 12.545 unterbieten. Ich habe mich getäuscht um 17 Punkte. Schande über mein Haupt. Vom MACD her eigentlich kein Signal, gar nichts. Ist ja auch ein Trendfolger. Ist momentan nichts. Nehme ich zur Kenntnis, aber ziehe ich nicht näher in Betrachtung. Interessanter ist jetzt die Stochastik. Der Oszillator war kurzfristig unter der 20 und dreht hoch. Das ist eigentlich ein ganz positives Signal. Das heißt, ich bin vom Chart her leicht positiv, vom Rest hier oben neutral, hier auch leicht positiv. Sieht gar nicht so schlecht aus, wenn nicht die Wahl wäre nächste Woche. Ich habe für mich entschieden, ich werde nächste Woche nur das handeln, was sich mir wirklich aufdrängt. Und das wird nicht viel sein. Ich gehe mit kleinen Positionen rein. Ich bin long, kann ich euch mal sagen, in Bayer, ich bin long in AXA, ich bin long in Gazprom und ich bin jetzt short in Pernod Ricard. Pernod Ricard war ich relativ lange long und die Idee dahinter war folgende, das kann man ruhig mal erzählen. Der gemeine Franzose trinkt ganz gerne mal ein, wenn er abends zu Hause ist. Ja, jetzt sind die aber auch alle im Homeoffice. Das heißt, da wird nicht eine Flasche Pastis oder Pernod getrunken in der Woche, sondern, oder sagen wir mal in zwei Wochen, sondern zwei in der Woche. Das war, ganz ehrlich, das war mein Hintergedanke. Da habe ich mir den Chart angeschaut und wenn Sie sich den anschauen, gab es ein wunderbares Signal über die Stochastik bei 134. Das war sehr schön. Ja, das sind manchmal so Gedanken. Ich folge da Peter Lynch, umgib dich mit dem, was du kennst. Ja. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Wie gesagt, selbst wenn mir jetzt einer sagt, mit einer 100%igen Trefferquote, wer diese Wahl gewinnt, wüsste ich nicht, was das kurzfristig für einen Einfluss hat. Ich habe eine Idee, ich kann mir vorstellen, wenn es Trump kommt, dann wird es ein bisschen steigen. Wenn es Biden wird, wird es ein bisschen fallen, also kurzfristig. Aber ich stelle fest, dass die Volatilität im DAX relativ gering ist, also die implizite über Optionsscheine. Ein 6-Monat-Schein, 7-Monat-Schein, liegen die so am Geld bei 23%. Als wir vor 5 Jahren waren, waren die schon irgendwo bei, ich glaube, 28 um diese Zeit. Stellen Sie sich bitte auch darauf ein, dass ab Donnerstag wahrscheinlich die Briefkurse bei den Emittenten deutlich höher sind. Ja, also das kann dann wieder sowas geben wie 20 Cent zu 2 Euro. Hatten wir auch. Ja, obwohl ich denke, jeder hat gelernt, die Systeme werden es verarbeiten können, hoffe ich zumindest. Das kann ein sehr knalliger Montag werden in einer Woche. Also ich halte mich da völlig raus. Ich habe euch diesen Schein hier mitgebracht. Ein 11.924er. Für den Fall, dass hier irgendwie eine kleine Katastrophe passiert, sind wir damit unter der 200-Tage-Linie, unter der magischen 12.000 und sind hier in diesem Bereich von dieser Kerze hier. 11.900, ja, wo sind jetzt hin?
Hier 11.929,24. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman. Das ist im Moment ein 18er Hebel. Und das ist die Kennnummer GC6UF4. GC6UF4. Und wenn ich mir den Put anschaue, da bin ich auch ein bisschen, ich will den nicht hier zu nah dran legen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich rechne eigentlich schon mit einer stärkeren Bewegung. Deswegen, ich lege den auch hier drüber, über die 13.300. Da kann ich auch genau den nehmen hier. Es ist ein 18er Hebel, 13.331. GF4G96. Wie gesagt, man muss nicht immer dabei sein. Ich halte mich da mal ein bisschen zurück. Ich versuche die Positionen, die genannten, hier einigermaßen über die Woche zu bringen. Aber ich glaube nicht, dass ich was Neues mache. Trotzdem wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.